Okay, immer noch in diesem scheiß Wald unterwegs. Willkommen zurück zu The Alien Cube. Immer noch auf dem Weg zur Edgars Hütte. Und kein Plan, wo wir jetzt hier die ganze Zeit rumrennen. Ja. Hier vielleicht, oder? Wenn offen ist. Nö. Will uns keiner reinlassen. Unverschämtheit. Hier vielleicht? Auch nicht. Ja, dann halt nicht. Dann müssen wir leider. Tut mir leid. Kommen hier noch ein paar B Gebäude bestimmt. Da ist auch noch mal eine Hütte. Brennt sogar schon ein Feuerle. Ist das eine Tür? Nee. Hier kommen wir vielleicht rein. Feuer. Nein, das Feuer ist ausgegangen. Ich muss mehr Holz nachlegen, wenn ich mich aufwärmen will. Ja, echt. Toll. Zeig. Naja, jetzt muss ich auch noch Feuerholz suchen. Ich glaube, ich spinne. Komm schon. Müssen da noch mal irgendwo welche liegen. Da ist noch mal einer. Hä? Da vorne ist jemand, oder? Aber ich muss zurück. Weil sonst sterben wir nämlich. Hä? Was war das? Kommt man da rein? Hier oben wäre es auf jeden Fall gemütlich. Hier ist ja alles zu. Hier lässt uns ja keiner. Oh! Lässt uns doch jemand rein. Ist aber nett. Das ist aber nett. Okay, krass. Coole Wendeltreppe. Gefällt mir. Hier ist ja geil. Okay. Tagebuch des Wachpostens. Edgar macht sich erneut auf den Weg zur Hütte. Wir haben jeden gewarnt. Wir werden uns verstecken und ihn beobachten. Wir können nicht zulassen, dass er irgendwas herausfindet. Okay. Was gibt's hier noch? Nichts mehr, wie es aussieht. Oha. Krasser Shit. Was ist das für eine krasse Brücke, bitte? Alter. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Wenn mir hier nichts mehr ist. Was? Oh. Alter, ist das eine geile Brücke. Leute. Hammer gemacht. Das ist echt eine geile Location hier. Ja, Mann. Richtig cool.
Wenn man sich da mal echt überlegt, wenn das wirklich nur ein, maximal zwei Personen gemacht haben, also ist das schon wirklich. Da kann man nur den Hut ziehen. Habe ich auch schon erwähnt, aber man kann es gar nicht oft genug erwähnen. Weil es echt richtig, richtig geil. Okay, was gibt's hier? Lauf mal einfach mal weiter. Wo ist denn diese verkackte Hütte jetzt, hey? Wir rennen jetzt hier schon gefühlt Ewigkeit durch den scheiß Wald. Hier lang? Ne. Hier lang, oder? Hier ist weit und breit keine Hütte zu sehen. Witz. Ich sehe mittlerweile gar nichts mehr. Toll, ich bin am Erfrieren. Ist natürlich sehr gut. Mann, ey. Ja, super. Ja, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, schön. Da ist doch irgendwas. Oder? Was ist das jetzt? Naja. Cool. Warum nicht? Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. In der Hoffnung, dass irgendwas kommt. Ja, auf jeden Fall mal cool. Ich weiß es wie gesagt nicht. Wir müssten aber eigentlich theoretisch richtig sein. Hier gibt's halt doch einfach nichts. Guck, da vorne ist was. Da ist zumindest wieder ein Feuer. Sehr gut. Oh, immerhin. Okay. Dann geht's jetzt hier weiter. Alles nur, um diese bescheuerte Hütte zu finden. Irgendwelche Antworten zu erhalten. Da kommt wieder Feuer. Ne, das ist einfach nur ein Licht. Das ist kein Feuer. Das kommt jetzt wieder angerannt. Also mit Aliens hat es jetzt mittlerweile nicht mehr viel zu tun. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss doch da langlaufen. Was soll ich denn machen sonst? Kann es ja nicht ändern.
ich da lang muss. Das ist eine Hütte. Ist das die Hütte? Ich hoffe. Naja, das ist nicht Edgars Hütte. Geil. Aber hier kann ich mich aufwärmen. Und was zum Lesen gibt's auch. Ich kenne diesen Ort. Das ist Edgars Hütte. Aber was ist das für ein Ding? Aha! Von The Land of Pain. Diese mysteriöse Kugel. Wo wir zu Beginn gesehen haben. Edgars Verschwinden. Wir haben Edgars Bewegungen genauestens beobachtet, bis er plötzlich verschwand. Es war uns möglich, ein Foto zu machen, und als wir es uns genauer ansahen, bemerkten wir ein großes, kugelförmiges Objekt, das direkt vor der Hütte war. Kurz darauf hat es sich aufgelöst und das umliegende Gebiet niedergebrannt. Wir haben unser Bestes gegeben, um das Feuer zu löschen, welches beinahe die Hütte vollständig zerstört hätte. Wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding war. Und wir haben Edgar seitdem nicht wieder gesehen. Genau. Das war diese mysteriöse Kugel, die da bei der Hütte erschienen ist. Ja. Oh, was gibt's hier noch? Eine Schere. Okay. Für was? Hier können wir uns auf jeden Fall mal aufwärmen. Ah, hier unten. Zum das Ding aufschneiden, okay. Sehr gut. Also, weiter geht's. Oha. What the fuck? Oh oh. Ein zugefrorener See. Das ist nicht. Gerade laufe ich lieber nicht drüber. Muss ich denn jetzt schon wieder hin, Mann? Na, ach was. Echt? Schön. Ich werde gleich schon wieder sterben. Ist das die Hütte? Das wäre geil, wenn das die Hütte wäre. Da ist sie ja, Edgars Hütte. Total verbrannt. Ernsthaft. Okay. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Was war das? Dieses kugelförmige Ding. Es schien wie von einer anderen Welt, nicht von Menschen geschaffen. Sobald ich es berührte, sah ich ein helles, weißes Licht. Die Welt um mich herum begann sich zu krümmen und zu verbiegen. Und ich hatte Angst, unbeschreibliche Angst, wie ich sie noch nie zuvor verspürt hatte. Als es sich nur für einen Moment so anfühlte, als würde ich meinen Körper verlassen. Der Schrecken, er war so stark, dass mich meine Sinne verließen. Als ich meine Augen öffnete, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Ich war an einem Ort, an dem ich nie zuvor war, gefangen in einem Käfig. Zum Glück habe ich es geschafft zu entkommen. Aber was war geschehen? Wo bin ich? Ich erinnere mich nicht an diesen Ort. Ich muss Hilfe finden. Oha. Na gut, die Hütte ist natürlich komplett. Okay. Von da unten kommt Licht. Ist da jemand? Das ist eine Falltür, okay.
sich irgendwas finden zum Aufmachen. Nur was ist die Frage? Gut, hier ist nichts mehr. Ist hier im Umkreis noch irgendwas? Was muss ich finden? Irgendeinen Hebel oder sowas? Ah, hier ist auch noch was. Oha! Was ist das? Okay. Da möchte ich jetzt unbedingt rein. What the fuck, wo bin ich jetzt gelandet? Alter. Krass. Okay. Okay, geht's eh nicht weiter. Sicher sind wir schon wieder komplett woanders. Hallo. Mann. Manchmal hakt die Steuerung ein bisschen. Abgeschlossen, aber was ist da oben? Ich kann einige Kerzen erkennen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass hier unten eine riesige Anlage ist. Nee, hatte ich auch keine Ahnung. Kleine Monster? Okay. Da möchte ich eigentlich nicht. Hammer. Okay, vielleicht kann ich. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Viele unserer früheren Entdeckungen der äußeren Welt waren verloren. Doch wir müssen dem Orden und der Priesterin unendlich dankbar für all die Geheimnisse sein, die sie an uns weitergegeben haben und welche wir nun bewahren. Unsere Vorfahren haben Gottes Auge leider verloren. Wenn wir es nur zurückbekommen könnten, würden alle unsere Fragen beantwortet werden. Aber die sind doch komplett bescheuert. Ja, toll. Deswegen bin ich jetzt hier rein, wegen dem scheiß Hammer? Ernsthaft? Irgendwas kommt doch jetzt gleich. Okay. Könnten wir noch hin, oder? Nein. Eigentlich wollte ich darüber springen mal, um zu gucken, was da ist. Hat doch schon seinen Grund, dass man da hinkommt. Oder nicht? Würde ich behaupten. Hat bestimmt seinen Grund. Mann! Du Scheißkante. Probier's nur einmal. Und dann. Scheißegal, gehen wir weiter. Egal.
Wahrscheinlich kann man da nur irgendein Secret finden oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendein Geheimnis wieder. Es ist zumindest optional, man muss nicht da lang. Oder? Weiß es nicht. Sehen wir gleich. Uah. So. Ja, doch, wir müssen da lang. Ja, weil die Treppe ist nämlich. Obwohl, doch, man kommt ja wieder hoch. Okay. Dann können wir ja eigentlich wieder gehen. Hoffe ich. Hoch, sehr. Ist auch nichts. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was da unten ist. Da brennt auf jeden Fall Licht. Das heißt, da unten ist jemand oder war jemand? Oha. Natürlich. Ja klar. Was ist das für ein Ort? Wusste Onkel Edgar davon? Keine Ahnung, Alter. Okay. Was geht hier von der Kacke ab? Tagebuch eines Mitglied der Ordnung. Alles begann damit, als Gottes Auge auf die Erde fiel. Wir erinnern uns daran als das Ereignis. Die hohe Priesterin wurde von den Göttern auserwählt, es mit eigenen Augen zu erleben. Seitdem durchlebten all ihre Kinder diesen Moment in ihren Träumen, wenn sie bereit dazu sind, gerufen zu werden. Am Tag des Ereignisses war Gottes Auge jedoch nicht das Einzige, was erschienen ist. Dieser Ort, er wirkt so vertraut. Wo habe ich diesen See schon mal gesehen? Ach du Heilige. Was zur Hölle sind das für Dinger? Was ist das für ein Ort? Gott, warum ist hier eine Leiche? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Hier durch? Dann geht's ja nur hier lang. Schön. Immer der Blutspur folgen, ganz wichtig. Noch eine Leiche, sie ist noch warm. Ja, die steht doch auch gleich auf. Notizen eines Gefangenen. Ich schreibe diesen Brief für den Fall, dass ich nicht überlebe. Mary, Brad und ich waren auf dem Weg nach Rocky Valley, als wir an einer alten Tankstelle Halt machten. Plötzlich kamen einige Typen mit Kapuzen aus dem Wald und nahmen uns gefangen. Alles geschah so schnell, wir konnten nicht mal ihre Gesichter erkennen, da sie schreckliche Reptilienmasken trugen. Sie haben uns die Augen verbunden und in eine Art große unterirdische Anlage gesperrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber hier scheint jede Menge Wasser zu sein und einige riesige Maschinen, die noch in Betrieb sind. Sie halten uns hier seit einigen Tagen fest, in getrennten Zellen. Aber heute ist irgendetwas mit Brett geschehen. Er muss irgendetwas Schreckliches gesehen haben. Er war völlig außer sich und schimpfte über monströse Kreaturen, unaussprechliche Abscheulichkeiten und über das Ende der Welt. Dann müssen Sie ihn mitgenommen haben, denn wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen, noch gehört. Ach du Heilige. What the fuck? Na, du Monster. Aha. Was für ein Zufall, dass hier auf ist. Oh Gott. Sowas liebe ich. Sowas liebe ich ja. Die geheime Einrichtung. Was verbirgt dieser Ort sonst noch alles? Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich unter der Hütte eine solch riesige Einrichtung befindet.
Aber wofür war sie gut? Ich kann nicht glauben, dass Großvater William Teil von all dem hier war. Und was ist mit Edgar geschehen? Was ich da auf dem Foto gesehen habe, war absolut bizarr, bizarr. Da war dieser seltsame Gegenstand vor der Hütte, an dem Tag, an dem er verschwand. Ich weiß nicht, woher ich die Stärke und den Mut nehmen soll, weiterzumachen. Dieser Ort stellt meinen Verstand auf eine harte Probe. Ich kann von Glück sagen, dass ich noch nicht geschnappt wurde. Ich bin mir sicher, dass ich hier nicht alleine bin. Ja, ich glaube, in dem Wasser bin ich auch nicht allein. Ach du Scheiße, jetzt geht's Alien wieder los. Das Alien-Paradies. Toll. Ich sehe schon kommen, dass mir gleich irgendwas in die Fratze springt. Ach du Scheiße. Sehr lecker. Alter. What the fuck? What the fuck? Wo muss ich jetzt hin, Mann? Hier hin? Fresse. Hä? Jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Geil. Muss ich jetzt da runterspringen oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Hallo. Was ist jetzt los? Weiß nicht, ob ich da runter muss. Glaube nicht, oder? Doch, jetzt einfach mal hier lang. Oh Gott. Bitte nicht. Hier soll ich jetzt runter? Ach so. Hier muss ich lang. Ach Mann. Ah, nervig. Schlimm. Schlimm, 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 sowas. Wo sind wir jetzt? Alter, geil. Leute, schaut's euch an, hey. Hammer. Boah, ich liebe sowas. Ich liebe so Alien-Filme und so alles, was mit so Raumschiff und sowas zu tun hat. Es ist einfach nur noch geil. Alter. Hammer. Hammergeil. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Noch mehr zum Lesen. Der Aufbau des Universums. Dieser Ort war einst ein Tempel, der unseren Vorfahren gehörte. Jeder Tempel stand an einem der Eingänge der unterirdischen Durchgänge, wo bis heute die Ruinen der uralten Städte zu finden sind. Die Statue repräsentiert den heiligen Alten, der am Tage des Ereignisses in körperlichen Form auf der Erde erschien, zusammen mit Kuranda
Gottes Auge. Er vereinigte sich mit der Bevölkerung und zeugte eine neue Linie mit göttlichem Blut. Von da an war unser heiliger Orden geboren. Das Diagramm in der Kuppel zeigt den Aufbau unseres Universums und auch die äußere Welt, welche er umschließt. Nur Gottes Auge kann die äußere Welt zeigen, welche sich in einer anderen Dimension befindet, in der unsere heilige Alten herrschen. Okay. Ich verstehe zwar jetzt gerade echt nur Bahnhof. Unschön, jemand zu sehen. Nur zugegangen. Hier wird jetzt gebetet, oder wie? Krass. Oh Mann. Alter, was ist das für eine krasse Tür? Hä? What the fuck? Wo sollte ich jetzt hin? Kapitel 7, der Tempel. Okay, das war anscheinend geplant. Wohin bringen sie mich? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh Gott, ich verliere eine Menge Blut. Ich halte nicht mehr lange durch. Ich fühle, wie mich meine Kraft verlässt. Oh Mann. Es war anscheinend doch. War anscheinend doch echt. Einer von diesen komischen Ordensfuzzis da, wo uns angegriffen hat. Ah. Krass. Haben sie mich jetzt ins Wasser geschmissen, oder was? Alter. Hä? Bedroom. What am I doing here? What the fuck? Jetzt bin ich schon wieder daheim. Es ist trotzdem nicht unsere Welt. My bedroom. What am I doing here? Krass, hey. Jawohl, the land of pain. Abgeschlossen. Wo sind die Schlüssel? Wahrscheinlich hier irgendwo. Würde ich vermuten. Oder im Bad. Das kann natürlich auch sein. Alter. Hier ist der Schlüssel. Krass gemacht. Echt cool gemacht.
Geil, ey. Alter, was ist das für eine Welt? Wie ist das möglich? Was geschieht hier? Geil. Okay. That voice. Diese Stimme, sie ruft mich. Okay. Komme ich aber nicht weiter. Hier lang? Alter. What the fuck? Hä? Oh God. What have I seen? I can't believe it. What was that thing? I'm badly hurt. It's a miracle I'm still alive. Ah, da hinten sind sie, guck. Diese Fuzzis da am Lagerfeuer. Alter, die sind doch komplett behindert. Ihrem scheiß Auge Gottes und die hohe Priesterin und so ein lauter. Ah. Ne. Jetzt. Okay, ich muss die Blutung stoppen, aber mit was? Ist hier irgendwas? Ne. Sieht nicht so aus. Oder hier? Hm. 100% der Hütte gibt's irgendwas, wo wir nehmen können. I saw it. Die sind sogar da drin. Verbände, da sind welche. Ich habe die Blutung gestillt, aber ich kann so nicht weitermachen. Okay, was gibt's hier? Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Nun, da wir Gottes Auge gefunden haben, müssen wir nur noch einen letzten großen Schritt wagen. Heute Nacht soll es geschehen. Die Sterne befinden sich in einer günstigen Position. Wir sind alle bereit für die große Offenbarung. Die Wahrheit über die äußere Welt wartet auf uns und wir werden uns endlich mit den heiligen Alten vereinen und eins sein. Ja, dann viel Spaß. Die Basis des Ordens. Was haben Sie mit mir gemacht? Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Mein Bauch ist schwer verletzt. Ich kann kaum glauben, dass ich überlebt habe. Ich bin in einer Grube voller toter Körper zu mir gekommen. Diese irren Kultisten müssen gedacht haben, ich sei tot. Aber was ist das für ein Ort? In der Ferne kann ich die Berge erkennen, aber ich bin viel weiter stromabwärts. Der Ruf ist hier viel stärker. Oh Gott, ich darf nicht. Es wird immer schwerer, dieses Tagebuch zu schreiben. Der Würfel muss sehr nah sein. Ich kann seinen Ruf nicht widerstehen. Ich spüre ihn. Ich kann ihn nicht ignorieren. Ich muss ihn finden. Frage ist, wo muss ich hin?
hier noch irgendwas zu sehen? Ne? Schätze mal, ich muss über die Brücke, oder? Das ist doch der Würfel. Geschlossen. Toll. Super toll. Da ist nur einer. Jetzt ist das Tor aufgegangen. Ja. Sehr gut. Oh Mann. Da ist doch diese komische Sphäre. Was ist denn Sphäre? Geht doch safe schief. Muss ich jetzt wieder zurück? Oh nö. Hau doch ab. Blödes Kackviech, hey. Muss ich da jetzt tun? Achso, ich muss mehrere finden. Na toll. Wo finde ich die andere? Hier oben oder was? Da ist nämlich auch noch was. Hä, wo ist denn die andere Sphäre? Hm. Ah, hier. Was hat sich jetzt geöffnet? Hier? Okay, Opferdarbetung, ein Gebet. O, heiliger Alter, kostbarster deiner Schöpfung, Gottes Auge wurde gefunden. Dank seiner Macht werden wir schon bald vor dir treten, um von dir gerichtet zu werden. Nimm all meinen Besitz zum Geschenk und mache mich zu einem deiner Auserwählten, dem Einzigen, der eins mit dir werden soll. Alles klar. Total bekloppt. Total bekloppt. Oh
verschlossen. Kohlebecken. Am Fuße dieses Kohlebeckens ist ein Symbol. Die äußere Welt. Man sagt, die heiligen Alten herrschen von der äußersten Welt aus über das Universum. Einst war es uns möglich, sie zu treffen, doch das Verständnis darüber ist lange vergessen. Unsere Vorfahren erzählten von einem Ort, welcher für unseren schwachen Verstand unbegreiflich ist, an dem allen Wissen aufbewahrt wird und an dem der Lauf der Zeit nicht existiert. Nur wenigen Auserwählten war es möglich, die Visionen der Vergangenheit und Zukunft zu verstehen, die allen gleichzeitig erschienen, und nur ihnen gelang es, die heiligen Alten und prächtigen Kreaturen, die ihnen dienen, wahrzunehmen. Ist das jetzt hier aufgegangen? Jetzt vielleicht. Nee. Auch nicht. Hier kommen wir jetzt rein. Streichhölzer. Okay. Das heißt, ich muss irgendwas anzünden. Ach so, die richtige Reihenfolge. Wie es aussieht. Woher weiß ich denn die Reihenfolge? Gibt's hier ein Symbol? Das ist gar kein Symbol. Hä? Hier sind das die Symbole, oder? So. Ich schreib's mir mal ganz kurz auf, die Reihenfolge. Also. Als erstes diese 9. Komische 9 oder was das da ist. Als nächstes. Gibt's ein Auge? Keine Ahnung. Dann kommt okay. Problem, hier drin kann ich halt auch nichts erkennen.
gibt's denn alles für Symbole? Das. 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 Das ist das erste. Hätte ich jetzt gesagt. Dann kommt es mit dem Auge. Das müsste das sein. Dann. Das. Und das. Ne. Das. Das. So? Auch nicht? Es ist da bestimmt ein Rätsel, das hat auch hiermit zu tun, oder? Man sagt, die heiligen Alten herrschen von der äußeren Welt aus über das Universum. Eins war es uns möglich, sie zu treffen, doch das Verständnis dafür ist lange vergessen. Äußeren Welt über das Universum. Ah. Okay, das letzte ist das Z. Ah, da oben ist das Symbol. Okay. Dann kommt das. Und das dann zum Schluss mit diesem Z. Okay. Vier Stück sind es insgesamt. Was ist dann das für ein Symbol? So, als erstes das. Wo war es jetzt? Als erstes kommt das. Was ist denn dann das zweite? Das ist ja das eine. Dann vielleicht das. Und zum Schluss das. Ah, okay. Jetzt haben wir es richtig. Sehr gut. Ah. Nee. Da waren wir schon. Hä? Na, die Tür hat sich geöffnet. Jetzt haben wir es. Okay. Sehr gut. Da ist ein Schalter. Was bringt dieser Schalter? Hm. Natürlich zu. Okay, wieder was zu lesen. Die Geschichte des Ordens. Man sagt, in längst vergangenen Tagen gelang es unseren Vorfahren dank vergessener Technologien, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Es war zu dieser Zeit, als die ersten Theorien zur Existenz der äußeren Welt aufkamen. Dieses unschätzbare Wissen ging verloren in den Nebeln der Zeit über Jahrtausende und beraubte die Menschheit seiner größten Entdeckung. Dann kam es zu dem Ereignis und Gottes Auge wurde uns überlassen. Man sagt, dass dieser heilige Objekt von den heiligen Alten selbst gesandt wurde, um ihren Jüngern zu ermöglichen, zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Oh, dieses ganze abergläubische Zeug hier. Ah, dieser Ort, er existiert wirklich.
Krass, hier waren wir schon. Ganz am Anfang waren wir hier. Ganz am Anfang waren wir hier. Okay. Was soll ich jetzt hier wieder? Alter. Was ist das für eine Kreatur? Also die Kreaturen sehen echt geil aus. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Okay, hier haben wir noch was zum Foto. Was geht da draußen vor sich? Wahnsinn. Hier kommt man ja wieder raus. Okay, Speicherpunkt. Da steht auch wieder so ein Fuzzi. Der hat schon die richtige Kleidung an. Um irgendwo in die Klapse zu gehen. Alter. Heftig. Okay. Einfach mal Totköpfe ohne Ende. Alles klar. Da stehen ja überall die Vögel. Die Vögel da oben steht auch nochmal einer. Alter. Krasser Shit. Verstehe leider kein Wort. Alter! Kapitel 8, die Wahrheit. Oh Mann, was für eine Wahrheit, Leute. Jetzt wird's noch mal spannend. Was für eine Wahrheit. Sind wir jetzt? Hä? Alle weg? Was geht hier bitte ab, liebe Leute? Muss ich jetzt wieder zurücklaufen oder wo muss ich hin? Da ist noch ein Zettel. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Das Ritual ist vollendet, aber der Übergang war schwerer als wir dachten.
Abgesehen davon sind wir endlich hier in der äußeren Welt. Viele von uns haben nicht überlebt, andere drehen durch. Dieser Ort ist mit unserem schwachen Verstand nicht zu begreifen. Mein Verstand ist kaum klar genug, diese Zeilen zu schreiben. Wir haben uns hierauf vorbereitet, aber es war nicht genug. Verdammt, mein Kopf! Ich fühle mich, als würde ich zugleich in einer verzerrten Form zwischen Realität und dem, was in meine Gedanken ist, leben. Was sehe ich wirklich? Ich kann nicht zwischen meinen Gedanken und dem, was meine Augen sehen, unterscheiden. Alles hier ist unbeschreiblich. Wir müssen versuchen, weiterzugehen. Die heiligen Alten erwarten uns. Alles klar. Okay. Okay. Dieses Bild, ich habe es in meinem Träumen gesehen. Was macht es hier? Boah, es ist so geil gemacht. So ein bisschen Layers of Fear-Style. Mit den abgerissenen Gebäuden überall und dann diese Zettel und Bilder überall. Dann hier mit den verdrehten Wänden. So cool. Cool gemacht. Okay. Bin ich jetzt? Hä? Kein Plan, wo ich lang muss, ey. Hä? Da ist einfach mal eine Tür, oder? Ich blick gar nichts mehr. Hier muss ich nicht lang. Dann kann ich ja nur hier lang. Theoretisch. Alter. Okay. Schön. Ist grandios. Okay, da vorne ist eine Tür. Ich hoffe, dass sie auf ist. Hier ist nochmal ein Zettel. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Oh Gott, es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren. Wenn wir doch nur den Weg ausmachen könnten. Wir müssen zusammenbleiben und diese Phase bewältigen. Oder wir laufen Gefahr, hier für immer festzusitzen. Gefangen in unseren eigenen Gedanken. Aber ich bin mir sicher, ich schaffe das. Ich hatte eine deutliche Vision meiner Zukunft. Ich sah meine Vereinigung mit dem Heiligen Alten, die Transformation. Ich kann es kaum erwarten. Die Heiligen Alten sind nah und sie rufen uns. Ich kann es spüren. Oh Gott, ey. Diese scheiß Sekten, ey. Ah, hier sind wir wieder. Das ist echt... Normal.
Das ist nicht normal. Hä? Jetzt sind wir wieder im Wasser, oder wie? Oder wo sind wir jetzt? Hä? Ne, hier sind wir jetzt. Was sind das für Visionen? Was haben sie zu bedeuten? Ach du Scheiße. Krasser Scheiß. Gar nichts mehr. Okay. Aber das ist mein Schlafzimmer. Was tun Sie? Krass. Krass, krass, krass. Okay, alles klar. Ich sehe gar nichts mehr. Das Spiel macht mich fertig. Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Jetzt ist auf einmal hier ein Fahrstuhl oder was? Geil. Okay. Ciao. Fahr da mal runter. Wo auch immer der Fahrstuhl hinführt. Oh Mann, ey. Krasser Scheiß. Hä? Boah, wenn jetzt irgendwas im Fahrstuhl wäre, das wäre der Überjumpscare. Jetzt ist wieder richtig Silent Hill Style. Finde ich. Steht an der Tagebuchseite. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Abgesehen von einigen Schwierigkeiten haben wir es geschafft, weiterzukommen. Es ist nicht mehr so leicht, sich aufeinander zu verlassen, da unsere Gedanken von vergangenen und zukünftigen Erfahrungen getrübt werden, welche irgendwie immer wieder vor unseren Augen aufblitzen. Es ist, als würde man die Vergangenheit und Zukunft zugleich sehen. Es ist unglaublich. Wir wussten, dass sich die Zeit hier völlig abnormal verhalten würde. Aber es scheint fast, als würden hier alle Zeiträume gleichzeitig nebeneinander existieren. Nur ein überragender Verstand kann mit all dem umgehen. Die wahre Form der äußeren Welt ist direkt um uns herum. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie wirklich wahrnehmen können. Das ist der einzige Weg, die Orte zu erreichen, an denen die heiligen Alten leben. Wir haben alle eine seltsame Gegenwart um uns herum gespürt. Es schien aber keine der alten Weisen gewesen zu sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, welche Kreaturen hier noch in dieser Dimension neben unseren Göttern hausen. Naja.
Möchte ich das wirklich wissen? Ach du Scheiße. Okay. Schön. Ich will jetzt mal spontan diesen blinkenden Lichtern da folgen. Weiß es nicht. Oh Mann, ey. Was ist das wieder für ein kranker Ort? Abnormal, ey. Wahnsinn. Alter. Wie es alles platsch platsch macht. Okay. Ich folge jetzt einfach mal den Lichtern. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber ich denke mal schon. Alter, sieht das geil aus. Hammer. Hammer. Hä? Wo denn? Okay. Sollte ich da reinfallen? Ich habe keine Ahnung. Scheint so. Oh, Mann. Ich sehe mal schon wieder hier, dieser Ort, ich kenne ihn. Ja. Nicht nur du kennst den Ort. War auch schon hier. Ist mal wieder runter oder was? Okay. Das kann ich sehr gut lesen. Hier ist jetzt offen neuerdings. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Wir lernten, mit den Visionen umzugehen und darin zu unterscheiden, was unseren Augen wirklich sehen.
Wir haben einen riesigen Bau erreicht, der, wie es scheint, von den Wächtern beaufsichtigt wird, unter dem Befehl der Heiligen Alten. Das hier muss der Ort sein, an dem all die Leute aus unserer Welt gebracht und festgehalten werden und auf ihr endgültiges Urteil warten. Nur diejenigen, in dessen Adern das Blut der Heiligen Alten fließt, werden für die letzte Transformation auserwählt. Nur so ist es uns möglich, Teil von ihnen zu werden. Wir haben unser Leben dem Erreichen dieses Ziels gewidmet. Wir werden auserwählt werden und unsere Körper werden sich mit den Heiligen Alten vereinigen. Wir werden eins mit ihnen werden. Wir müssen sie nur erreichen und uns zeigen. Sie werden das Blut, das in unseren Adern fließt, erkennen. Ja. Das Einzige, was sie machen werden, ist euch töten. Sonst machen sie gar nichts. Alter. Krasser Shit, wie es hier drin aussieht. Hä? Was ist jetzt los? Warum ist er ständig im Wasser? Ich glaube langsam auch, dass wir in Wirklichkeit in so einem komischen Reagenzglas sind. Oder in so einem komischen... Nee, hier sind wir doch... Ich wollte sagen, hier sind wir doch hergekommen. Ich muss nämlich hier hoch. Jetzt haben wir's. Was für eine krasse Story, Leute. Oha! Hammer. Hammergeil. Hammergeil. But this is me. No, it's not possible. No, no. Ich hab's mir fast gedacht. Was für eine kranke Story, ey. How long have I been here? What am I really? Was bin ich wirklich? The Alien Cube. Und ja, Leute, wir haben es durchgezockt. Dieses coole, coole Game. Insgesamt 3 Geheimnisse nur gefunden von 8. Und was war das bitte für eine kranke Story, Alter. Die haben irgendwelche... keine Ahnung. Irgendein Relikt gefunden und haben daraufhin irgendeine Gottheit angebetet, wo in Wirklichkeit nur eine irgendwelche Aliens waren, die die Menschen einfach gefressen haben. Und sie haben halt... Diese komische Sekte hat halt... Keine Ahnung. Die verehrt bis aufs Blut und sich den zum Opfer einfach freigegeben. Und unser Großvater war mehr oder weniger auch bei dieser Sekte, hat aber das Ganze aufgedeckt und wollte das anscheinend beenden oder zumindest an die Öffentlichkeit bringen und wurde halt
ja, getötet daraufhin. Und wir wurden wahrscheinlich zum Schluss auch gefangen genommen und wurden geopfert, sozusagen als Ritual oder irgendwas. Wir sind ja in diesem komischen Reagenzglas da aufgewacht oder zum Schluss geschwommen, wo ich schon vermutet habe. Und ja, ich muss sagen, The Land of Pain, ja, hat mir einen Ticken besser gefallen wie jetzt The Alien Cube, muss ich ganz klar sagen. Land of Pain hat mich von der Story ein bisschen mehr gepackt als The Alien Cube. The Alien Cube war ein richtig cooles Game, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider waren nicht so viele Horror-Momente dabei, Jumpscares gab es leider nicht sehr viele. Aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir auch ein Däumchen da, wenn es euch ebenfalls Spaß gemacht habt. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem neuen Let's Play Video wieder. Ich bin der Creepy Games und sag ciao ciao, bis zum nächsten Mal.